Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie haben bisher gute Arbeit geleistet, aber anscheinend gibt es in der Nähe von Frankfurt ein Problem. Halten Sie am nächsten Bahnhof an und wir werden Sie über den weiteren Verlauf informieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt in Train Sim World 5. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir sind heute das allererste Mal mit diesem wunderschönen Zug unterwegs, der FlixTrain, der ja bei der Deluxe-Version dabei war und auch bei der Special Edition und ab Release den 17. September auch als separates DLC erhältlich ist. Wir stehen in Hanau im Hauptbahnhof und ja, wir sollen unseren Zugdienst beginnen und dann mal schauen, im nächsten Bahnhof gibt es wohl ein Problem. Das ist ein mitgeliefertes Szenario, was wir hier spielen. Wir machen uns aber noch mal hier kurz die Zugsicherung an. Das ging hier. Genau. Einmal die PZB Zugbeeinflussung. und einmal die SIFA und auch einmal die Zugbeeinflussung. LZB. Das hätten wir. Dann setzen wir uns wieder hin. Und dann wollte ich mir eigentlich noch die AFB zuschalten, aber das geht hier gar nicht, ne? Warum geht das hier heute nicht? Ging das hier? Das System, ne? Nee. Zurück. Das ist richtig. Funktionen. Auch nicht. Das ging doch auch über den Monitor. Aber warum geht das heute nicht? Das ist ja komisch. Müssen wir dafür erstmal die Bremse lösen vielleicht? Nee. Data. Das ist echt seltsam. Weil normal ging das doch auch über den Monitor. Hier unten ist nur die Klimaanlage. Echt seltsam. Gut, kann auch sein, dass die Version FlixTrain nicht mit AFB ausgerüstet ist. Schreibt mir das mal gerne rein. Wir legen los hier. Und fahren mal Richtung Zugbeeinflussung. Offenbach und schauen mal, was uns da erwartet. Ich Zugbeeinflussung. finde übrigens, das hier sieht gerade richtig genial aus. Hier im Sonnenuntergang abends um kurz vor halb acht. Wirklich, wirklich toll. Grafisch ist das gerade wirklich super. Gefällt mir echt gut. Ja, würde mich mal interessieren, kann es sein, dass die FlixTrain-Variante der Vectron nicht mit AFB ausgerüstet ist? Kann auch sein, dass ich hier gerade einen Bedienungsfehler mal wieder habe, ne? Nächste Zug uns entgegen und wir zuppeln mal langsam Richtung Offenbach. Bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Ja, ist auch das erste Video, was ich aufnehme, nachdem die ganzen, also nachdem der erste Schwung Videos bereits veröffentlicht wurde, die ich ja vorab aufgenommen hatte. Also ich habe schon einige Kommentare von euch gelesen. Zum Beispiel der Commander hat geschrieben, dass er absolut enttäuscht ist von DSW5, weil die Performance wirklich absolut unterirdisch ist bei ihm. Er schon einige PZB- und Signalisierungsfehler gefunden hat. Ja, das mit diesen Signalisierungsfehlern und der PZB, das hatten wir ja auch, als wir mit dem ICE gefahren sind. Fand ich auch nicht so super. Da muss ich ihm beipflichten. Aber was die Performance angeht, bei der ersten Fahrt mit dem ICE hatten wir auch diese Probleme, aber mittlerweile funktioniert das eigentlich recht gut. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, der Train Sim Play, bei dem ihr auch gerne mal vorbeischauen könnt auf dem Kanal. Der macht auch super TSW-Videos. Der hatte mir ja gesagt, dass wir erstmal die Strecke einmal komplett fahren müssen, damit die quasi in den Catch reingeladen ist, in den Textur-Catch, und dann funktioniert das auch alles besser. Also, wenn ihr bei der ersten kompletten Fahrt noch Performance-Probleme habt, dann lasst euch davon nicht abschrecken. Also bei mir ist es auch deutlich besser, nachdem ich diese erste Fahrt hinter mich gebracht habe. So. Und dann hauen wir mal hier raus, was geht. Ich fahre so gerne die Vectron, ne? Die Vectron, den Vectron.
Wie auch immer, die Vectron, ich sage immer die, ist für mich weiblich. Das Vectron kann man auch sagen. Aber generell habe ich viele positive Kommentare von euch, was TSW 5 angeht. Ich musste auch erstmal so ein bisschen mit der Strecke warm werden, aber mittlerweile gefällt mir das auch echt gut. Und hier gerade so im Sonnenuntergang, das gefällt mir schon. Klar, der ein oder andere Grafikglitch, den es hier gibt, der ist, also wenn es keinen Grafikglitch auf irgendwelchen Strecken gibt, dann ist es kein TSW. So, wir dürfen jetzt glaube ich sogar 160 fahren, ne? Jupp. Aber das sieht schon schön aus. Gefällt mir gut. Ja, das Video, gerade das Video zum Zugbegleiter-Modus, das ist echt am besten bei euch angekommen. Und viele von euch haben mir da auch geschrieben, oh, 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 das ist aber nicht so gut umgesetzt. Mir wurde berichtet, dass auf der englischen Strecke das Ganze besser umgesetzt ist. Da muss man wohl mehr kontrollieren. Mal schauen, wie das in zukünftigen Strecken dann in Deutschland sein wird. Bin ich sehr gespannt. Train hier. Wirklich genial. Zugetragen wurde mir auch, dass die Strecke wohl im Jahr 2018 spielt und damals sind vor den Regionalbahnen und dem Regionalexpress, der hier fährt, noch keine Vectronen gefahren von MRCE. Deswegen gibt es das hier im Fahrplanmodus nicht, dass die davor bespannt sind. Ja, aber den Zugverband hier, den haben wir dann doch dabei, so als Bonus, weil auch 2018 sind natürlich noch keine Vectron vor dem Flixtrain gefahren. Da waren es, glaube ich, noch Baureihen 182, ne? Kann das sein? Müsste, ne? Kann auch wieder ganz falsch liegen. Kann auch nicht alles auswendig wissen. Dafür habe ich ja euch, ne, um mich zu verbessern. Dem Sonnenuntergang entgegen. Und der Sound des ICET ist dann wohl doch wieder kopiert. Das habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal gelesen. So, wir bremsen schon mal ein bisschen ab. Denn wir sind gleich schon da. Wenn man so schnell fährt, 160, vergeht das relativ schnell. Lass mal rollen. Ja, und in den Szenarien, die dabei sind, da ist auch meist weniger los, weniger abgestellt auf den Gleisen. Das ist immer noch so ein komisches Ding. Bei TSW so, einmal PZB. Ich finde das immer komisch, im Fahrplanmodus ist deutlich mehr los. Hier ist das wie so ein, ja, vorgefertigtes, geskriptetes Szenario, wo halt nur das fährt, was vorher eingefügt wurde. Und im Fahrplanmodus ist ja dann immer der ganze Fahrplan unterwegs. Das. Wo kam jetzt der Schatten her? Da hinten, seht ihr das? Da hat wohl irgendjemand einen Schatten eingefügt, der nicht da sein sollte.
Für mich immer noch die beste Lok in TSW. Klar, man kann jetzt sagen, die 101er Expert-Variante, aber von diesen Standard-Lokomotiven ist das immer noch für mich die beste. So, einmal rechts hier rüber werden wir jetzt gezogen. Deswegen auch die Beeinflussung auf 60. Fliegt uns noch ein Flugzeug über den Kopf. Ja, wo wir hier gerade an den Bahnsteig fahren, auch einige geschrieben als Kritik, dass sie den Frankfurter Hauptbahnhof noch nie so leer gesehen haben. Ja, das liegt einfach daran, dass TSW, wenn man in das Spiel reingeht, so und so viele Passagiere auf alle Bahnhöfe verteilt spawnt. Wenn jetzt hier an so einem Bahnhof natürlich 30, 40 Passagiere stehen, sieht das schon mal viel aus. Aber in so einem Bahnhof wie München Hauptbahnhof, Frankfurt Hauptbahnhof, Dresden Hauptbahnhof, wirkt es dann natürlich schon ziemlich, ziemlich einsam. Da gebe ich euch recht. So, jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wenn wir hier anhalten. Zack. Kuppeln Sie sich hier mit Ihren Personenwagen ab. Wir erklären Ihnen dann, was los ist. Okay, dann machen wir das doch mal. Bremse ist drin, steigen wir mal aus. Das machen wir natürlich manuell. Normal müssten wir jetzt die Bremse anziehen von den Wagen, ne? Geht das hier? Müsste hier gehen, ne? Bremsauswahl. Geh. Machen wir einmal einfach rein. An einem Wagen kuppeln uns hier ab. Zack. Achso, wir sollten auf Vollbremsung stellen. Das ist eigentlich nicht nötig, ne? So, stellen wir es hier auf Vollbremsung. Ne, nicht Notfall. Vollbremsung. Gute Arbeit, Sie müssen jetzt an einen liegen gebliebenen Güterzugverband ankuppeln, der direkt vor Ihnen steht. Sie müssen sich beeilen, denn der blockiert derzeit die Hauptstrecke. Wir werden schnell herausfinden, wo wir ihn hinstellen können. Auf geht's. Ah, okay. Ja, anscheinend müssen wir das übernehmen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. 5,3 Kilometer, Frankfurt Süd. Nicht schlecht. Ja. Die Passagiere müssen warten. Ich glaube, würde es sowas in der Realität geben? Oder ist es jetzt an Haaren herbeigezogen? Müssen uns beeilen. Gut, dann machen wir das mal. Rettungseinsatz. Beschleunigungswerte sind jetzt natürlich absolut crazy, wenn man hinten nichts dran hat. So, dann 150. Boah, da wäre ich gerne mal in so einer Lokomotive drin. Wenn die aus dem Stand voll beschleunigt. Solo ohne Gewicht hinten dran. Ich glaube, das ist schon eine Erfahrung, die nicht so schlecht ist. Ne? Ich glaube, da drückt es einen aber mal richtig in den Sitz hier. Das ist halt auch schön. Ne? Frankfurt so im Hintergrund, die Skyline und ihr merkt, es ruckelt halt null. Ne? Ja, komm, sage ich, es kommt so ein kleiner Hänger. Ich bin ja mal gespannt, ob sie die Frankfurter S-Bahn hier noch ein bisschen mehr umsetzen. Auch da hat mir jemand geschrieben, dass die Nachtfahrten mit der S-Bahn hier zwischen Frankfurt und Hanau übrigens so lang sind. Ne, es gibt ja zwei Fahrten nachts.
gehen eine halbe Stunde komplett von Hanau nach Frankfurt. Und die restlichen Fahrten sind ja eher so Viertelstundenfahrten. Das liegt daran, dass nachts wohl die S-Bahn die Hauptstrecke nutzt und tagsüber ihre eigene Trasse, die hier wohl nicht so abgebildet ist. So, Frankfurt Süd. Schauen wir mal, wo der Zugverbund steht, den wir hier holen müssen. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Vollbremsung. Okay. Stellen Sie den Knopf zur Führerbremsventilung auf getrennt. Dann einmal auf neutral. Ach, war das der Zug da eben, an dem wir vorbeigefahren sind? Einmal auf aus. Und dann begeben wir uns zum anderen Führerstand. Dafür müssen wir aber außenrum. Nein, das Fenster wollen wir nicht aufmachen. Ah, das war wahrscheinlich der Zug, an dem wir da eben vorbeigedüdelt sind, aber dafür, dass hier alles blockiert ist, steht hier gar nichts. Okay, dann einmal nach hier oben. Setzen uns hier wieder hin. Und dann rüsten wir den Führerstand mal auf. Zack. Zugbeeinflussung. Genau. Und einmal auf Fahrstellung. Sollte ja eigentlich alles noch an sein, ne? Genau, die PZB ist auch noch an. Und dann ja, fahren wir los. Moment. Jetzt. Ich will trotzdem mal schauen. Nee, das ist ja falsch. So, vorne. Yep. Und hier. Yep. Sollte es passen. Genau. Das wird ja gewesen sein. Holen wir den mal. Zwangsbremsung. Ja. Ah. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ich habe nur hier hingeguckt. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ja, ja. Zwangsbremsung. Ist doch gut, liebes Züglein. Zwangsbremsung. Bedienungsfehler. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Tja, ja. Wie gut, dass hinten keiner in den Wagen sitzt, die wir nicht dran haben. Ja, hatte ich jetzt gar nicht beachtet. Auch, dass wir hier viel, viel schneller beschleunigen, als das normal der Fall ist. Jetzt rollen wir hier einfach drüber. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Uns hetzt ja keiner, außer der Fahrdienstleiter, der die Strecke frei haben will. Ich glaube, wir dürfen jetzt auch schon schneller, ne? Ja. Macht ja auch keinen Sinn, jetzt hier Vollstoff zu geben. Wir sind eh gleich da.
und lieber ein bisschen langsamer. Nicht, dass wir da noch volle Pulle gegen den Güterzug hauen. Ne? Sind wir hier eben lang gefahren? Doch, ne? Ja, klar. Muss ja sein. Ist klar, müssen wir jetzt die 3 Meter noch weiterfahren. Ach, Spiel. Manchmal mag ich dich nicht. Jetzt aber. Kontaktieren Sie das Stellwerk, um Zugang zum Zugverband zu haben. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Okay, dann gucken wir da vorne mal an. Mit Befehl 40. Wagen sind es. Ach, ich kann mir das nie merken. Muss ich jetzt vorher drücken bei der Überfahrt? Ich drücke einfach vorher und bei der Überfahrt rüber. Zugbeeinflussung. 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 Perfekt. Zugbeeinflussung. Wir sind überhaupt gar nicht beeinflusst, ne? Auch nicht schlecht. Rollen wir einfach mal mit 20 an die Wagen heran. Bin ich sehr gespannt, wo wir den Zug abstellen. Geht eigentlich nur Frankfurt Süd, ne? Jo, ich bin noch da. Eigentlich geht ja nur Frankfurt Süd. Alles andere macht ja keinen Sinn, weil... Fahren wir denn in die Richtung? Wir können es auch hier hinten irgendwo abstellen, ne? Aber Frankfurt Hauptbahnhof macht ja keinen Sinn. Deswegen. Oder wir ziehen ihn nach Süd und ziehen ihn dann wieder nach Offenbach. I don't know. Schauen wir mal, was der Fahrdienstleiter hier so vorhat mit uns. Was können wir auch mal hier zurückstellen? Ja, das mit der AfB bin ich echt mal gespannt, was ihr mir da schreibt. So, da vorne steht er. Damit unser Kollege auch weiß, dass wir da sind. Vielleicht stehen hier auch noch Personen hinten, die auf uns warten. Besser mal auf sich aufmerksam machen. Leicht bremsen. Nix. Ein kleines bisschen vorfahren. Noch ein Stückchen. Nee, reicht wohl schon. Ja, das sieht gut aus. Steigen wir mal aus
Wir koppeln an. So. Zack. Gute Arbeit. Bringen Sie ihn nach Hause. Das machen wir. Das ist nur die Frage, wo er hin muss. Jetzt müssen wir hier noch kurz warten, was das Spiel von uns will. Das Szenario. Genau, jetzt müssen wir hier wieder abrüsten. Zack, zack, zack. Und dann müssen wir wieder den Führerstand wechseln natürlich. Zack, einmal hier rausgehüpft. So sportlich wie ich bin. Auf dem Nebengleis ist grün. Das ist schlecht. Also was heißt, das ist schlecht? So. Und dann hier nochmal alles. Hier die Trennung. Hier einmal nach vorne. Dann müssen wir hier die Signalbilder wieder ändern, ne? Wir wollen ja hier weiß und hier rot. Yep. Genau. Das machen wir in Fahrstellung. Und dann schleppen wir unseren Kollegen hier mal ab. Würde ich behaupten, ich speichere mal, damit ich mir im Nachhinein noch einen schönen Screenshot machen kann für euch. Und dann bringen wir das Baby mal nach Frankfurt Süd aufs Nebengleis. Genau da müssen wir hin. Hab ich mir fast gedacht. Und auf geht's. So wird aus einer Personenzugfahrt, Fernverkehrsfahrt, kann man fast sagen, ein Rettungseinsatz und wir werden zum Güterzug. Sieht man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Güterzug im Vectron Sandwich. Hinten verkehrsrot. Und vorne Vectron Grün, Flixtrain Grün, Entschuldigung. Aber schönes Szenario, finde ich wirklich cool gemacht bisher. Ob das jetzt im Betriebsablauf wirklich so real ist, weiß ich. Ja, unser Kollege hat dann anscheinend unseren Zug übernommen. Auch nicht schlecht. Schön. Auch da, wie ich es mir gedacht habe, ne, die Fahrten des Flixtrains enden nicht im Frankfurter Hauptbahnhof, sondern die enden natürlich hier Frankfurt Süd auf der Strecke, weil, wie ich mir schon dachte, der einfach nicht in den Hauptbahnhof reinfährt, da er keinen Steuerwagen hat, nicht wendezugfähig ist damit und da nicht mehr rauskommen würde, es sei denn, hinten wäre noch eine Lokomotive dran, so wie wir jetzt gerade unterwegs sind als Sandwich, aber das macht ja, boah, dass es keinen Sinn macht, würde ich jetzt nicht sagen, aber rentiert sich wahrscheinlich nicht für Flixtrain, da mit zwei Lokomotiven unterwegs zu sein, um in den Frankfurter Hauptbahnhof zu fahren. Man kann ja hier nach Frankfurt Süd fahren und da kann man ja umsteigen. Gibt es den Regionalexpress, gibt es S-Bahnen, die einen dann auch zum Hauptbahnhof bringt. Ne? Das ist ja kein Problem. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei 60. Aber wenn es jetzt so schnell ging, dass eine Ersatzlok unseren Zug geholt hat, dann hätte man uns auch weiterfahren lassen können. Und die Ersatzlok, die jetzt unseren Zug geholt hat, hier den Güterzug abschleppen lassen. Das wäre natürlich auch gegangen. So, hier durch den Personenbahnhof Frankfurt Süd fahren wir durch. Wir müssen zum Nebengleis 11. Hier steht dann der Kollege. Ah, so ein bisschen schade in den Szenarien ist, wie gesagt, dass einfach nichts los ist. Ne? Echt schade, was die Züge angeht, dass hier wirklich wenig bis nichts los ist. Ne? Aber naja,
Ich meine, die Szenarien fährt man wahrscheinlich einmal. Ich fahre eigentlich nie alle Szenarien, sondern gucke da, dass ich immer mir so ein paar raussuche. Also ich bin noch nie auf einer Strecke alle Szenarien gefahren. Und sonst fährt man ja im Fahrplanmodus oder im freien Spiel. Aber grafisch ist das wirklich, es ist halt wirklich eine Sache von der Lichteinwirkung in TSW. Manchmal ist es so überbelichtet, aber jetzt hier zum Beispiel, wo die Sonne ziemlich tief steht und viel, viel Schatten ist, sieht das schon um Welten besser aus. Ne? Es wirkt halt manchmal sehr überbelichtet. Oh, 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 oh. Der kam jetzt aber früher, der 500er, ne? Kommst du mal runter? Zugbeeinflussung. Wir sind hier Rangierfahrt. Deswegen dürfen wir hier weiterfahren. Also, Rangierfahrt ist jetzt übertrieben, aber wir sind kein. Wie sagt man denn, keine. Keine Streckenfahrt, ne? Oder keine planmäßige Fahrt. Ja, da vorne stehen wir ab. Kurz auf die Map gucken. Genau, hier rechts geht es zum Hauptbahnhof. Und hier würde es dann, glaube ich, boah, Richtung Stuttgart, auch Richtung Köln geht es hier, glaube ich, ne, wenn man hier lang fährt. Richtung Mainz, Koblenz. Genau. Bisschen bergauf, nicht dass wir noch stehen bleiben. Ja, mal schauen, ob es noch weitergeht jetzt. Ach, hier Schicht im Schacht, ne? Wie kommen wir hier wieder raus? Entschuldigt. Ja, damit ist die Frage auch, glaube ich, erübrigt, ob das Szenario noch weitergeht. Zack. Ja, einmal auf Vollbremsung. Einmal hier alles ausmachen. Einmal auf Neutral. Schlüssel mitnehmen. Gute Arbeit. Sie haben uns heute wirklich gerettet. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Personenwagen. Wir haben sie von einer anderen Lokomotive abholen lassen. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Sehr cool, das Szenario. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen. Ja, knapp eine halbe Stunde. Angekündigt waren 40 Minuten. Circa schließen Sie Ihr erstes Szenario im Expertenmodus ab. Okay, was heißt das denn? War das jetzt Expertenmodus? Sehr komisch. Ob das jetzt ein Experten-Szenario war, das bezweifle ich doch sehr stark. Gut, trotzdem haben wir den Erfolg bekommen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß beim Selberspielen, wenn ihr das nachspielen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.